Hallöchen zusammen und willkommen. Na, ihr? Hallöchen Lilly, Hallöchen Tessie. Hast dich umbenannt? Na, wie geht's euch? Warte, ich kann leider erst um 20 Uhr mitspielen. Wir machen heute eine Rundführung, weil. Ich warte jetzt, bis Sukuna kommt, noch im Chat. Hab ihr schon Bescheid gesagt? Und wir zeigen ihr heute mal ein bisschen was von Star Stable, da sie ja leider nicht spielen kann. Mir geht es sehr gut. Sehr schön. Tessa geht's auch gut. Sehr fein. Das freut mich, so soll es sein. Und bei mir ist alles bestens. Ich wollte ja, wie gesagt, eigentlich ja schon früher anfangen, aber Mamendan hat gekocht und dann habe ich noch schnell gegessen und. Jo, ich wollte euch quasi nicht im Ohr rumschmatzen. Also, hat sich das halt ein bisschen verschoben. Essen wichtig. Essen kann toll sein. Ja, ich hoffe ja, dass sie noch reinschneit. Weil sonst stehe ich da hier ewig so. Mal gucken. Jetzt muss ich frech sein und ihr eine Nachricht schreiben. Soll ich sie mal bombardieren? Ich hab Bock zu. In welcher Server bist du? Server 11, Icy Palace. Sehr fein. Na, ich habe Sukuna gerade gesehen, dass sie reingeploppt ist. Also, Sukuna? Wir haben nur auf dich gewartet gerade, weil ich kann mich ja nicht umdrehen, weißt du? Ja, wartet. Sukuna, bist du startklar? Bist du bereit, Jorvik zu sehen? Eine kleine Rundführung. Warum Sukuna eine Rundführung bekommt? Man kann leider kein SSO spielen. Deswegen habe ich gesagt, zeige ich ihr das einfach mal im Live. Okay, mach die Augen auf und. Tada! Bam, 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 guck mal. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Star Stable Sound, weil ich habe heute Star Stable Sound quasi laufen. Anstatt eine Playlist. Und ich hoffe, man hört ein bisschen was. Auskunft müsstet ihr mir darüber geben, ob ihr was hört oder nicht. Hallöchen, Pfannkuchen. Na, wie geht's, wie steht's? Warte, du hast geschrieben, rate. Auf was soll ich raten? Rate mal, wo ich gestern und heute war. Warte. Vielleicht auf einem Weihnachtsmarkt. Ich glaube, ein Rummel ist, ne? Ja, ich würde sagen Weihnachtsmarkt. Nope. Hast du jetzt gesagt nope? Oha. Ich höre Musik. Ich höre Musik. Na, endlich. Ich habe schon gedacht, Star Stable gibt mir keine Musik. Ich hoffe, ihr hört auch Musik. Sukuna, hörst du Musik? Was anderes. Gib mir mal einen Tipp. Bist du ausgewandert? Bist du in ein warmes Land gegangen? So, geflogen? Okay, man hört Musik. Sehr gut. Ja, dann gehen wir mal ins Witterdorf. Da tanzt man. Deine
Warte, war das nicht deine Ballettaufführung? Hattest du nicht eine Aufführung gehabt oder einen Ball? Genau. Suguna, bravo, Applaus. Gut. Pantelon. Nein, oh Gott, das geht schon den ganzen Tag so. Ja. Kommst du nicht rutschen? Und wir laufen. Ja, okay. Sukuna, herzlich willkommen im Winterdorf. Ich zeig mal so kleckerweise so. Guck mal. Nebenbei hole ich dir aber noch die Strahle ab. Ich hoffe, das ist okay. Und Pfannkuchen, wie war dein Ball? Hat Spaß gemacht. Okay, sehr fein. Hallöchen, Steven. Na? Wie geht's? Wie steht's? Ah, das Traurige war aber, dass ich einen neuen Gastherrn bekommen habe, weil der andere krank wurde. Oha. Aber hoffentlich hattest du Spaß mit ihm. Na? Sehr gut, Steven, das freut mich. So, wir sind jetzt mal vorbildlich. Ey, soll ich euch mal was zeigen? Guckt mal. Warte mal, seht ihr das überhaupt? Guckt mal in die Satteltasche rein. Haben dazu gesagt, ich bin nicht auf meinem Account, ne? Also, falls ihr mich suchen solltet in der Freundesliste oder so, ich bin nicht online. Nicht mit meinem Account. Ich bin auf einem anderen Account. Oder wollen wir mal gucken, ob wir den Schneemann machen können, ne? Guck mal, die sagt auch Halli, hallo, Hallöchen. Ich bin Snowy, der Schneemann. Ich würde sagen, der Strahl ist weg. Oh no. sorry, Sukuna. Der Schneemann ist gerade weggeploppt. Gottes Willen. Ja, sie erzählt trotzdem mit mir. Finde ich gut. Sehr schön. Oh nein. Kann mich nicht bewegen. Hol mal kurz ab zum Eingang. Ja. Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Warum? Weil der Schneemann gerade weggeploppt ist. Oh, no, no. Aber es war mega toll. Das hat so Spaß gemacht. Und der neue Gastherr war echt super. Oh, das freut mich. Das ist toll. Ja, siehst du, dann hat das ja doch alles geklappt. Sukuna. Sie will nicht mehr laufen. Sie ist kaputt. Hilfe? Hat mal jemand einen Schleppseil für mich? Ich müsste mal hier ein bisschen abgeschleppt. Oh no. Ich sag, ne, ein Stream ohne Fails funktioniert dir mal gar nicht. Überhaupt nicht. Was kann ich jetzt machen? Ich muss einen Vlog machen, oder? Gar nicht richtig dressiert. Ja, ich merke das schon. Hat er hinten einen eigenen Kopf? Es war sehr lustig drauf und mein Bruder hat sich auch mit ihm gut verstanden. Ah, das ist sehr gut. Das ist richtig, richtig gut.
solange du Spaß hast, ist immer alles toll. Ja, mit A. Ich habe so ein kleines Problem. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Überhaupt nicht. Und ich glaube, ich muss einen Vlog machen. Oh Mann, ich komme hier auch nicht weg. Mano, so ein Scheiß. Entschuldigung. Ah. So ein Mist, hör auf. Ja, dann mache ich mal ein Vlog. Mal, ich komme ja nicht weg. Patzer Nummer 1. Sukuna, hol schon mal einen Zettel und einen Stift raus. Wir zählen die Patzer. Die Flops. Ich sag, ein Stream ohne Dings klappt ja mal gar nicht. Und nochmal einloggen, weil es so schön war. Nix daher. Ich hab's wortwörtlich raus damit. Und das so nach kurzer Zeit, nach circa 14 Minuten, habe ich es geschafft, den ersten Flop reinzuhauen. Krass. Er heißt Julian und war sogar besser als der andere. Auch nicht schlecht. Krasse Sache. OMG. Ja, dann würde ich sagen, dann hattest du einen richtig, richtig guten Ersatz gehabt. Ich habe zwar auf den anderen einen Crush, aber ja. Ah. Okay. Nur das kannst du ja immer noch haben. Nö. Das verbietet dir ja keiner. Er war ja quasi nur ein Ersatz, weil der andere ja krank war. Na, jetzt kriege ich so langsam mal ein bisschen Bild, das wäre echt super. Komm schon, Star Stable. Du bist kein Bug Stable mehr, bei mir bist du ein Mob Stable. Star Stable mobbt nicht. ja. Bitte warten. Das gewünschte Spiel ist immer noch nicht bereit. Ach, komm schon. Tut mir Star Stable das jetzt echt an. Böses Spiel. Böses Star Stable. Ich habe mega oft mit ihm getanzt, bis dann mein Fuß weh getan hat. Oh komm, aber tanzen ist was Feines, egal wie die Füße wehtun. Man kann ja nicht aufhören, man macht trotzdem weiter. Und ich bin wieder zurück. Und sollte, glaube ich, mal ein bisschen die Tageszeit ändern. Okay, weil so schön, wir machen es nochmal. Flopstable. Oh ja, das kannst du laut sagen. Ich sag, wohin? Es lief alles gut. Es war wie geschmiert, du weißt. Und ja, da willst du streamen. Da ahnst du nichts Böses. Gehst zum Schneemann und was macht die? Ploppt einfach weg. Die ist einfach geschmolzen. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo der Strahl da hinten ist, ne? Aber das könnte Morland sein.
Rennen wir heute mal ein bisschen zu Fuß und kann Sukuna nebenbei nämlich gucken. Jetzt holen wir uns den Strahl da hinten. Und wie findet ihr das Winter-Update? Wie gefällt euch das mit dem Schnee, mit dem Winterdorf bis jetzt? Es ist ja noch nicht alles fertig. Es kommen ja noch welche. Also quasi kleine Events rein. Ich konnte mich vorhin nicht auf der Stelle umschauen. Mega schön. Oh, ich liebe es, das. Also ganz ehrlich, ich hätte diese Winterfunktion ganz ehrlich den ganzen. Das ganze Jahr. Wenn ich ehrlich sein soll. Das ist so hübsch. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo dieser Strahl da hinten ist, ne? Aber mal ganz ehrlich, ne? Für mich ist das Stable quasi ein bisschen wie neu, weil ich habe mich auch schon geschafft, ohne Witz zu verlaufen. Durch den Schnee oder beim Championat quasi. Ja, falschen Weg geritten. Und ausgeschieden. Na, das könnte, so wie es aussieht, Morland sein bei James da hinten. Mal gucken. Versuchen wir mal unser Glück. Und ich habe jetzt gedacht, da oben ist auch ein Strahl, aber das ist ja. Wir haben ja nur einen. Auf Jorvik. Oh nein, der Tornado ist ja schon weg, ne? Gar nicht auf die Uhr gesehen. Eye walking. Wenn wir bestimmt wieder zu James müssen, dann müssen, der will bestimmt wieder Schnee verkaufen. Jetzt hätten wir nicht genug davon. Wir versuchen es. Oder das Beste an diesem Schnee ist, man bleibt überall hängen. Du siehst quasi die Steine nicht. Zack, bleibst du kleben. Du siehst die Baumstämme nicht und du kleppest auch kleben. Uff. Okay, hat er erst. Ah, war aber lustig ist, dass Julian auch leider macht und auch in meiner Nähe wohnt. Ui. Okay. Leichtathletik, wow. Sportlich, sportlich, würde ich sagen. Naja, aber du kannst sagen, dass du vielleicht einen neuen guten Freund dazu gewonnen hast. Aber Freunde sind ja auch wichtig. Na, das sieht aus wie James wieder. Ja, es könnte James sein. Also James möchte uns wieder Schnee verkaufen. Ich sag, wir haben ja nicht genug. Ich weiß, was du denkst, James. Ich brauche deinen Schnee nicht. Ganz Jorvik ist voll davon. Ja, James. Wir haben mehr als genug Schnee. Ja, aber der andere Schnee ist klein. Super Schnee. Würdest du vielleicht lieber ihn vom Haufen zertrampelten? Matschigen Schnee der was bäuerlichen Gesellschaft herumtollen? Tja, dann bitte. Oha. James ist ja wieder mal nett zu uns. Ich hoffe, er hat nie dazu genommen. Jetzt sagt ihr von wegen, ich soll alles vorlesen. Ja, das kann ja wohl werden. So, mit um. Dann machen wir mal wieder. Ich hasse die Autokorrektur. Deswegen habe ich mir angewöhnt, zum Beispiel Sprachnachrichten zu machen, um ehrlich zu sein. Ich habe mein Handy sowieso. Mein Handy musste ich auf Werkeinstellung mal zurücksetzen und seitdem hat sich die Tastatur verändert. Und
Mein Handy schreibt andere Sachen, die es gar nicht schreiben soll. Und die Leute dann immer so, was möchte sie jetzt? Und ich immer so, Autokorrektor, upsie. Na, das ist nur rausgeschmissenes Geld. Oh yeah. Dann gehen wir mal ins Winterdorf zurück. In der Hoffnung, dass uns ein Schneemann nicht rausschmeißen will. Ich hoffe wirklich, dass es mit dem Sound so passt. Mal gucken. Hallöchen, Krümmelchen! Na? Wie geht's, wie steht's? Sukuna, bist du noch da? Oder bist du schon ausgeflogen? Oh, ich laufe. War aber auch cool. Was aber auch cool ist, dass auch Minecraft spielt. Sehr, guck mal. Dann habt ihr schon Gemeinsamkeiten. Guck mal, das ist toll. So, dann habt ihr schon mal was, über was ihr reden könnt. Krümelchen, dankeschön. Oha. Danke, danke. Hilfenstaub. Ui. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo der Schreiber war. Ich glaube, der war hier oben irgendwo. Hallöchen, klein Melli. Wie geht's dir? Wie steht's dir? Warte da. Ja, Melli, du bist ein paar Minuten zu spät. Mein Patzer ist schon vorbei. Ja, meinen ersten Flop hast du verpasst. So, wenn ich dann die beiden Streichen geholt habe, werden wir erstmal das Winterdorf erstmal unter die Lupe nehmen. Und dann werden wir mal so immer ein bisschen was erzählen, ja. Winterliche Grüße. Möchtest du eine Geschichte hören? Nein, danke, James, noch nicht. Oh, Tinker, Entschuldigung. Jetzt hab ich ihn echt umgerannt, ah. Gut und selbst habe es geschafft, meinen Putzkoffer sauber zu machen. Ja, nice. Däumchen nach oben. Hast du fein gemacht. Er findet es, meine ich, auch cool, dass ich reite und ein Pflegepferd. Aber komm, das ist cool. Das, ganz ehrlich, das sagt nicht jeder Junge, ne? Also, sei froh. Ach komm, das ist cool. Pfannkuchen. Das ist supi. Hast du den kleinen Glückstreffer gemacht? Hallöchen, kleinen Pommes. Na, wie geht's dir? Alles gut? Klein Melli schreibt, war dringend nötig, aber auch festgestellt, dass mein... was? Schlammentferner fast leer ist. Oh mein Gott, ich musste gerade zweimal gucken. Ja, Melli, da musst du wohl neu besorgen. Er hat mich gefragt, wie mein Pflegepferd... Na... Pfannkuchen, wenn du magst, kannst du uns das aber auch verraten, wie dein Pflegepferd heißt und was du für eine Rasse vielleicht reitest. Also ich wäre ganz neugierig, um ehrlich zu sein. Aber du musst es nicht erzählen, ne? Das ist freiwillig. Alles, was sie erzählt, ist freiwillig. Klein Pommes, mir geht's gut. Und dir, kleine Pommes, kommt auch. Sehr gut, dass es dir gut geht, so soll es sein. Und, jo, mir geht's auch gut. Ihr habt den ersten Flop verpasst. Ich hab vorhin gedacht gehabt, toll, da war ein Strahl gewesen, da war ein Schneemann. Wollte ich ihn gerade zusammenbasteln, so weißt. Dann ploppte weg und hab mich allein gelassen. Jo.
war der Schneemann weg und ich konnte mich nicht mehr bewegen und musste mich relocken. Juhu, Flop Nummer 1. Oh, Hallöchen, Feli. Dass ich dich auch sehe. Wupp, wupp. Na, wie geht's dir? Ich habe lange nichts mehr von dir gehört. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Oh mein Gott, Pfannkuchen, wie spricht man den Namen aus? Warte. Julio heißt jemand, das ein anderer. Oh Gott, das ist so peinlich. Gilero, Gilero. Oh, das ist nix Deutsch. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Oh Mann. Oder besser Deko entfernen. Schlammbrocken. Hab jetzt auch Schimmelspray wieder rein. Sehr fein, sehr fein. Ja, sowas soll sein. Ist italienisch. Ja, das erklärt einiges, warum ich das nicht aussprechen kann. Oh ja. Yeah. Ich nicht sprechen italienisch. Ich spreche meine eigene Sprache. Warte mal, lass mal die 10K vormachen. Feli, schaut doch eure Finger. Ach, siehste, ich wollte. Wir gehen ja spazieren heute, ne? Dankeschön für die Likes. Danke, danke. Und wie gesagt, schont eure Finger. So, mit rum. Jetzt reiten wir mal ein bisschen im Winterdorf rum, weil, wie gesagt, Sukuna kann leider nicht Star Stable spielen. Und da zeigen wir es halt ein bisschen. Ne? Was ich super finde in Star Stable sind die ganzen Sounds, ohne Witz. Ey, Sukuna, schau mal, ein Bambi. Ich habe Bambi gefunden in Star Stable. Sogar gleich 4 Stück. Goldie Wörterbuch. Ja. So ein bisschen. Ich nicht sprechen alles. So, einmal die Rehe. Ich weiß ja nicht, ob Sukuna zuguckt. Ich hoffe. Zumindest ein bisschen. Sukuna, schmeiß ein Auge hier im Chat. Also im Stream. Ich mache eine Rundumführung. Sein Passname ist Graf Glück. Oh. Ein toller Name. Sehr, sehr toll. Ist er denn ein kleiner Glücksbringer? Das Winterdorf ist schön. Ohne Witz. Au. Warte mal. Wenn man bei denen zu nahe geht, ob die was machen? Ich gucke noch. Gottes Willen, Herzinfarkt. Ich mich erschrocken. Okay, die tun nichts. Wow. So, Gunnar, darf ich Ihnen vorstellen, hier sind die nächsten Tiere. Ich glaube, es sind Elche. Sie sind groß, sie sind plüschig. Haben ein dickes Geweih. Na, bitte schauen Sie in den Stream. Hihi. Bei einem Pferd, was noch bei mir steht, ist der Passname Mary Rose Golden. Das ist auch sehr schick. Jo, als ob durchgeknallt. Naja, auch Pferdis dürfen ihren eigenen Kopf haben, ne? Ach Gott, ich hoffe, der Stream wird heute nicht zu langweilig für euch, ne?
Aber ich würde Sukuna halt schon gerne ein bisschen was zeigen wollen. Oh mein Gott, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Jetzt muss ich gucken. Ach Gott, sind die süß. Moa, sind die cute? Ich möchte auch einen haben. Ach Gotti, warte, Kamera drehen. Na. No. Er hat Angst vor Traktoren. Ui. Ach, ich glaube, das hat fast jedes Pferd Angst davor. Vor den Traktoren. Die sind groß, die sind laut. Wo bist du? Ich finde den Ort nicht im Winterdorf. Ich kann es dir ganz ehrlich gesagt auch nicht beschreiben. Ich bin. Warte. Da, wo diese beiden Elche sind. Warte mal, ich zeig dir das mal. Da hinten ist ja das Dorf. Und wenn du vom Dorf aus, glaube ich, rechts rumreitest. Da. Na, ich laufe quasi ein bisschen rum. Wie gesagt, ich zeig halt so genau so ein bisschen was. Ja. Ich möchte dir halt ein bisschen was zeigen. Ja, und von Jorvik möchte ich ihr natürlich auch noch was zeigen, ne? Sind sehr praktisch, wenn man auf einem Feld steht und es dann losgeht mit dem Spaß. Oh yeah. Ich bin damals mit meinem Hottehü über die Felder geritten. Ich habe da jemand flitzen sehen. Es könnte Klein Pommes sein, aber Klein Pommes dürfte mich nicht erkennen. Klein Pommes, ich glaube, du bist an mir vorbeigelaufen. Und du drehst Kreise. Jetzt rennt sie weg. Na, hat sie mich erkannt? Er ist auch mega ungeduldig, wenn er angebunden ist und ich was hole. Ein kleiner Zappel, Philipp. Meine hat sich damals immer vom Strick losgerissen. Wenn ich sie angebunden habe oder so weiter, brauchte ich nur abziehen und dann ist sie abgehauen. Ja, und dann durften wir auf der ganzen Dings gucken. Auf der ganzen Farm da. Klein Pommes, du rennst die ganze Zeit an mir vorbei. Seh dich bei mir nicht. Pommes, ich bin auf einem anderen Account. Ich bin nicht auf Pia oder auch nicht auf Joa drauf. Jetzt rennt es an mir vorbei. Warte mal. Ich glaube, sie sieht mich gar nicht. Oha. Pommes hat einen Relog gemacht. Wetten? Dann dreht er sich immer und wird leicht. Na, vielleicht möchte er ja. No, sucht er ja halt. Nee. Na, sieht sie mich jetzt? Oh, Klein Pommes. Siehst du mich jetzt? Ungewohnt, dass man Starstable quasi im Hintergrund läuft, also die Musik. Schickes Outfit, Klein Pommes. Sehr, sehr schick. Vor allem so weihnachtlich. So, dann gucken wir mal weiter. Und Leckerchen will er auch immer haben. Naja, das ist ja genauso wie Kinder zum Beispiel auf Schokolade stehen, ne? Oder halt, so wie ich, halt mir einen Apfel vor die Nase und ich nehme ihn hier weg. Ich mag gesunde Sachen. Krass, was hier alles im Winterdorf gibt. Ich frage.
frage mich eigentlich, wir hatten doch mal Teddybären und so weiter gehabt hier, ob die auch noch da sind? Oder ich bin bestimmt vorbeigeritten schon. No, Pommes hat das Eichelhörnchen. Ich muss da mal los. Ich will noch Minecraft. Alles klärchen. Viel Spaß dir dabei. Ne? Und danke, dass du da warst. Zum nächsten Mal. Wo ist denn die kleine Pommes? Kleine Pommes rennt mir hinterher. So, Gunnar, darf ich vorstellen? Ein Reitstall, wo viele Roleplay spielen. Und es ist mega hübsch hier. Melli, ich komme. Dein Pommes, wie findest du SSO mittlerweile mit dem Winterdorf? Guck mal, wir haben das Spazierengehen entdeckt. Oh, ist das cute. Na, habt ihr Dressur üben? Warum ist das ein schickes Pferd? Sehr schön. Ich muss auch gestehen, ich finde, die haben sich echt was Schneebären betrifft oder halt, Jorvik zum Beispiel über den ganzen Schnee. SSO hat sich überboten. Ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass es so hübsch werden könnte. Pommes hat eine kleine rote Nase. Pommes spielt Rudolf. Pommes, du reitest einen Tennessee Walker, oder? Wenn ich das richtig sehe. Ich habe mir die Rasse noch nie angeguckt. Ich bin immer vorbeigelaufen. Sesam, öffne dich. Oh. Keiner gesehen. Ein sehr hübsches Pferd. Oh, ich liebe ja die Kombi zwischen Braun, Schwarz und Weiß, ne? Sehr hübsch. Oh mein Gott, ich muss Sukuna was zeigen, falls ich es nicht getan habe. Sukuna, bist du noch da? Mäuschen, Mama Piep? Huh? Hallöchen, kleinen Pommes. Ich kann in deinem Pferd Bäuchlein gucken. Ich habe keine Ahnung, ob sie noch da ist. Ich glaube, sie schreibt einen Piep rein. Ich muss hier. Melli rennt mich um. Hallo, hallo. Kleiner Mensch hier unten. Okay, zeigen wir es trotzdem. Ich weiß ja definitiv, dass sie meine Streams quasi hinterher nochmal anguckt. Deswegen. Na, kriege ich ihn? Guck mal, ein Neuling. Ich finde ihn so creepy. Mit auch einer Schnuffelnase. Er ist voll toll. Möchte auch so einen Zwergi haben. Ich sag, kriegen wir den nächsten Mal zu kaufen oder so weiter. Und ich bin die erste, die zuschlägt. Ich brauche eine kleine Schnuffelnase. Er ist süß. Ah, wir hatten zwei davon, ne? Pinguine. Oh, Eule, Eule, komm mal. Da. Nein, jetzt. Eine Schneeeule. Ein wunderschönes Haustier. Wo? Ein Eichhörnchen. Irgendjemand lässt ein Eichhörnchen freien Lauf. Oh, Melli, ganz in Dressur heute, ja? Nice, nice. Sehr schick. Ah, das war Mellys kleines Eichhörnchen. Ah, cute. So mit oh. Okay. Gehen wir eine Rundführung hier rum. Klar doch.
Einmal bitte vorstellen. Das sind die Tennessee Walkers. Vor kurzem ist ein Spiel gekommen. Einmal in Schwarz-Weiß. Ich kenne mich mit Farben nicht aus. Kann ich sagen Braune? Ey, wenn ihr die Farben wisst, ne, helft mir. Ich sag jetzt einfach mal Brauner. Du müsstest aber ein Red Bone sein. Ja, den hattest du, ne, Kleinpommes? Ich finde den voll hübsch. Ohne Witz. Die sind ja echt gut geworden, aber die Winterpferde kommen ja auch noch. Deswegen. No, süß. Warte mal. Und das müsste dann ein Blue Worm sein. Oh, die Farbe lieb ich ja, ne? Ein bisschen mehr Weiß drin und du wärst sofort eingezogen. Dann haben wir den Schwarz-Weißen. Dann haben wir ein Black Tennessee Walker. Oh, du bist auch hübsch, obwohl du einfärbig bist. Das ist toll. Dann haben wir hier. Na, sehr hübsch. Und? Wow. Das sieht aus, als hätte er Schneeflocken auf dem Rücken. Auf dem ganzen Körper. Voll hübsch. Aber ich kenne mich, wie gesagt, mit Farben nicht aus. Upsi. Das waren die Tennessee Walkers. Ich weiß nicht, welche Pferde sie kennt, deswegen gehen wir jetzt mal einfach mal die Pferde durch. No. Deswegen, sie hat ein bisschen was miterleben kann. Das sind die Araber-Schneetänzer, das sind die vom letzten Jahr. Und voll hübsch. Man kann, glaube ich, auch unverwandelt. Ja, da. Auch voll hübsch. Den habe ich, glaube ich, auf dem zweiten Account geholt. Schattenschild. Auch ein wunderschöner Araber. In der normalen Farbe. Ich liebe es. Schwarze Pferde mit weißer Mähne. Wuhu. Ich mag's. Den habe ich definitiv auf meinem Main-Account. Bestes Pferd. Ich glaube, Supernam müsste die anderen noch kennen. Ja, das Boinicle. Ein kleines Kalti. Klein. Das sieht richtig ein bisschen dickerchen aus, oder? Ja, ist mega plüschig, würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, ob sie noch welche kaufen möchte. Deswegen zeige ich ihr jetzt einfach mal alle. Fonzi, ein Andalusier. Ich finde ihn mega hübsch. Der erinnert mich immer eher an einen Halfling als wir aneinander. Er ist so hübsch. Mal ein bisschen die. Und mal von hinten. Dein kleinen Knacki-Po. Sehr schick. Einen haben wir noch. Das Heidrun. Warte, war das ein Curly? Ich glaube, ne? Ich liebe dieses Pferd auch. Ein hübsches Teil. No, Juri. Okay, Pferde. Haben wir durch. Die anderen Winterpferde sind noch nicht da. Die Pets haben wir auch gezeigt. Wenn euch was einfällt, was man Sukuna noch zeigen kann, hier im Winterdorf oder so, oder halt auf Jorvik, was besonders ist, ne? Dann schreibt mir das ganz, ganz gerne und wir gehen diesen Ort auch gerne besuchen. No? Wie gesagt, dann so eine kleine Rundführung, dass sie halt ein bisschen was sieht. Deswegen. Und sie hatte sich das gewünscht. Sie hatte gefragt, ob wir das machen können. Und X, natürlich können wir das tun. Machen wir. Oh, ich glaube, wir haben hier das Clubtreffen, wenn ich das richtig sehe. Mama, das Interface aussieht besser aus. Okay. Die beiden kuscheln miteinander.
Ja, das sieht aus wie ein CT. Wow. So, Gunnar, ich mach deine Geschenke nicht auf, ne? Wie gesagt, ich habe immer noch Hoffnung, dass du selber mal reinkommen kannst und dann halt selber öffnen kannst. Zur Not mache ich sie dir am 24. dann auf, bevor sie dann verfallen. Na? Komm mal gucken. Ich finde das voll putzig, ne? Sitzen hier, trinken ihren Tee oder halt Glühwein, ich weiß es nicht. Essen ihren leckeres Gepäck. Voll süß. Der Kalender geht bis zum 31. Ui, siehst du, dann kann ich sogar noch länger warten. Na, ich möchte ihr halt die Chance geben, dass sie halt quasi selber öffnen kann, ne? Okay, dann gehen wir mal im Laden und kurz zeigen ihr das auch mal. So, Laden Nummer 1. Pinker Style. Ich glaube, das gefällt dir definitiv nicht. Weil die Einzige, die ein bisschen auf Pink steht, das bin eher ich. Nur so ein bisschen. Dann haben wir noch die Sets vom letzten Jahr, vorletzten Jahr, davor die Jahre. Alles einfach dabei. Nur als Tipp. Alles gut, Klein Melli. Ich finde das richtig gut sogar. Na? Nur als Tipp, ich mag auch Pink. Oh, ich finde dieses alte Rosa, ich finde das furchtbar schick. Ich mag das. Ich finde das super. Und dann gehen wir das mal durch. Okay, das war der erste Laden. Oh Gott, ich hoffe, ich langweile euch nicht oder so weiter, ne? Aber wie gesagt, das ist halt echt eine gute Möglichkeit, ihr das zu zeigen. So, damit. Das ist das Set für die Wintermarken, die ich dir quasi hole. Und du kannst dir dann aussuchen, was du denn davon haben möchtest. Außer jetzt oben die Ziege zum Beispiel. Die würde ich dir halt so besorgen. Und ja. Ich glaube, bei dem Eichhörnchen habe ich auch noch nicht alles zusammen. Dann haben wir noch ein rot-schwarzes Set. Viele alte Sachen haben sogar mittlerweile Werte bekommen, die damals gar keine Werte hatten. Die hatten vielleicht nur einen Speedpunkt vielleicht auf 1. Jetzt haben sie Vollspeed. Hat SSO echt gut gemacht. Ja. Also wie es aussieht, habe ich das Eichhörnchen bei dir sogar schon. Aber ich mag dein Schweinchen. Dann haben wir hier noch den Laden. Das Set war vom letzten Jahr, wenn ich mich nicht irre. Das lilane ungefähr. Und das sind dann die älteren. Und? Was gibst du uns Schönes? Wow. Er hat ganz, ganz viele alte Sachen. Aber es komisch klingt, wenn ich erzähle, dass ich fast alle Läden leer gekauft habe. Ich mag die alten Sachen. Das war. Warte mal, hier waren auch Pets drin bei dem hier, ne? Sie hat den Zwerg gar nicht. Okay, diese Geschenke sind ja nur drin gewesen. Ja, und dann halt. Die anderen alten Sachen. Habe ich jetzt den Laden vergessen? Ich glaube, den hier. Winterpullover. Für die kalte Jahreszeit, die wir gerade in Jorvik besitzen. Bitte ziehen Sie sich warm an. Sie könnten sonst ein Schnüppeli bekommen. ja, okay. Die Läden haben wir. Ich bin der Meinung, wir haben noch einen Teddybär oder so. Also wir hatten hier noch mehr Tiere im Winterdorf.
War das richtig? Oha, klein Melli. Dankeschön, eine Santa-Elfe. Ist die cute? Dankeschön. Kleine Nudel. Ist Melli noch da oder ist sie jetzt flöten gegangen? Habe ich jetzt irgendwas überlesen? Ich hoffe nicht. Das ist vernünftig. Ich bin der Meinung, wir hatten noch einen Teddybären. Eine kleine Eisfläche. Ist das für die kleinen Pinguine? Die kommen noch, die Tiere. Guck mal, Kleinpommes macht's richtig. Warte mal. Ich bin nicht gut im Rutschen. Aber nicht froh. Oh, das Fiepsen. Süß. Klein Melli, war nicht in irgendeiner Höhle hier oben nicht noch ein Teddybär oder so? Ich bin der Meinung, hier oben, wenn wir den Wichtel immer machen, ist da auch ein Teddybär. Pommes, wir suchen jetzt noch mehr Tierchen. Ich bin der Meinung, hier war nämlich noch irgendwo was. Wir haben eine Höhle mit. Gott, seid ihr süß. Pommes, du machst die Fexe platt. Ja, heute gibt es halbierte Füchschen. Pommes hat sie platt gemacht. Zumindest bei mir. Wow. Sind die süß? Das waren unsere Füchschen. Oh, klein Pommes ist noch bei den Fuchsen. Ein Fuchsen vor allen Dingen. Mhm. Fuchsies. Hier war keine Höhle. Stimmt. Was kommt eigentlich nächste Woche rein? Kam nächste Woche die Reittiere rein? Ich weiß das gar nicht, um ehrlich zu sein. Ist auch keine Höhle? Was ist denn das? No. Wie süß ist das denn? Bestimmt ein Wichtel versteckt da. Oder für kleine Menschen. Süß. Was haben wir hier noch? Ein geheimer Durchgang. Mhm. Ob das so beabsichtigt ist mit diesem Berg? Ich weiß es nicht. Klein Pommes, ich steck im Felsen oder in so einem Berg. Ich hab keine Ahnung. Komm hier wieder raus. Ich sag meine Neugier, ne? Ich habe eine Pommes gefunden. Ey, das ist schon mies, ne? Also wenn du hier oben Verstecken spielst, ne? Du kannst dich ja fast in jeden Felsen reinbacken, quasi. Da. Wie willst du denn da jemanden finden? Oha.
auch super hübsch. Bin ich eigentlich die Einzige, die sich die Stories von dem es jetzt sich noch nicht einmal angehört hatte? Angehört hat? Ich weiß nicht. Ah, danke schön für den Like. Und Hallöchen. Ich auch nicht. Melli, bist du eigentlich noch in SSO oder bist du schon wieder raus? Sie hat den Roni. Ein One-One. Ich hab was funkeln sehen. Bin in SSO, mache aber Dailies. Ui. Wieso sind schon wieder neue Lichtstrahlen da? Oder welche Dailies machst du? Leveln oder so? Das Coole ist, ich kann auf den Account auch leveln. Hier sind nämlich Levelpferde. Ich wollte halt, wie gesagt, einmal nur kurz ein Winterdorf zeigen. Das habe ich ja jetzt. Immer noch mehr Füchsis. Ich hoffe ganz ehrlich, dass wir im Endeffekt einen Fuchs bekommen. Einen neueren. Oder... Ich muss mal eins kaufen. Aber ich warte noch ab. Ich habe was gesehen. Na, oh, ihr seid süß. Cute. Ich liebe diese Geräusche. Oha. Und voll hübsch. Würde ich sagen, dann gehe ich jetzt mal aus dem Winterdorf raus. Weil in 10 Minuten kommt der nächste Strahl und dann gucken wir mal, wo der hinkommt. Ich glaube, Pommes ist auch geflüchtet. Wo war der? Bitte suchen Sie den Ausgang. Ich bin soweit. Ich weiß gar nicht, ob ich das Rennen schon hier oben gemacht habe. Siehst du? I don't know. Mein Name ist Hase und ich weiß von nichts. Ja, ich weiß, der Spruch ist alt, aber ich mag ihn. Ja. Nee, Quatsch. Oh mein Gott, ich sehe es doch gar nicht. Das war schon gemacht. Nein, hab ich nicht. Bitte versuchen Sie einen Rennen. Cool. Wo? Oh. Keiner gesehen. Keiner gesehen. Oh, es leckt. Es leckt. Es leckt. Es leckt. Das Einzige, wo man den Schneemann hier sieht, ist auf diesem Schlitten. Wenn der überhaupt drauf sitzt. I'm walking. I'm walking. Wait.
Dieses Gelache von dir, ne? Ich feier das. Ich möchte auch so ein lachendes kleines Ding haben. Ich würde das Ding nur noch rumtragen und die ganze Zeit lachen lassen. Ja, gut. Es ist so. Okay. Das war voll gemein. Ich hätte schon durch sein können. Hier sind die Teddybären gefunden. Der hier lange suchen kann. Das knistert schon. Finish. Sie haben das Rennen soeben beendet. Oh Gott. Dann gucken wir mal. Ich glaube, ein Pinguin drin hatte ich noch. Malle Dalle. Noch kurz was trinken. Oha. Oh mein Gott, Gosi, es tut mir so leid. Ich bin eigentlich. Ja, da kannst du mal sehen, wie sehr ich dich langweile. Ich habe das schon gemerkt, es kam nämlich keine Antwort mehr. Aber ich habe dir trotzdem das Winterdorf gezeigt, weil ich weiß ja, dass du meine Streams quasi ja wieder anguckst. Also Winterdorf haben wir durch. Mhm. Tja, kann ja sein, dass ich dich langweile. Man weiß es ja nicht. Aber schnell mal aus Moorland weg. Mhm. Wir suchen einmal Whale. Da habe ich sie so sehr gelangweilt, dass sie eingepennt ist. Unfassbar. Genau. Tja, Melli sagt guten Morgen. Guten Morgen, Schlafmütze. Definitiv peinlich. Ja, richtig peinlich. Guck mal, da habe ich mir die Zeit genommen. Ich versuche dir alles zu zeigen, weißt du. Und du pennst einfach ein. Einfach so weggenickt. Aber ich hoffe, du hattest die paar Minuten jeweils einen schönen Traum gehabt. Vielleicht kam ja ich drin vor. So. Entschuldigung. Ach, alles gut. Oh mein Gott, ist doch nicht so schlimm. Ich hab dir im Winterdorf sogar die Läden quasi. Ich sag jetzt mal, ihr zeigt. Die Einkaufsläden, die Pferde habe ich dir gezeigt, die bis jetzt da sind. Und ja, mit ein bisschen was vom Winterdorf, ne? Jetzt machen wir noch ein Pinguinrennen. Aber das dürfte, sag ich, das noch nicht gemacht. Ja, ich war ein bisschen fleißig. Bin einmal im Bio eingeschlafen und habe da nichts gerafft. Habe ich vom Film geschaut haben. Sowas habe ich oft geschafft. Also in der Schule Film gucken war der blanke Horror, weil ich bin meist immer eingepinnt. Aber wenn die Lehrer dann was gesagt haben, habe ich immer gesagt, ja, wieso? Schlafen ist doch gesund. Man braucht's doch halt. Und dann haben sie gar nichts mehr gesagt. Ich habe meine Freundin gefragt, ob ich da eingeschlafen bin und sie
Ja. Hat denn ja gesagt? Oh Gott. Ja, Chat gucken und Rennreiten. Eine super Kunst. Wie oft ich wohl fehlen werde. Ich schlaf meist in der Vertretung, wenn der Film geschaut wird. Ja, siehst du. Schlaf braucht man halt. Und wenn man halt noch müde ist, dann ist man halt müde. Hey. Amelie Line, wenn du noch online bist, ne? Und die Strahler kommen in Jorvik, kannst du mir bestimmt doch verraten, wo der Strahl hier in Jorvik ist, oder? Im Winterdorf finde ich den selber, aber in Jorvik muss ich ja wieder suchen. Aber ich habe meine schlaue Liste gerade nicht auf, weißt du? Guck mal, ich bin so langsam, dass ich hier noch nicht mal wegrutsche. Ich renne vorbildlich. Ich renne in Schrittgeschwindigkeit. Man weiß ja nicht, ob Melly hier einen Blitzer hingestellt hat. Gibt mir ja noch fast ein bisschen Strafe drauf, weil ich so schnell war. Warte mal, so Gunnar ist jetzt wieder so ruhig. Wette, die schläft weiter. Melly, um was wetten wir? Schläft sie oder schläft sie nicht? Warte, das ist ein Link. Ah, sie schläft nicht. Gut, wie tust du mir einen Gefallen, wenn wir in Genshin sind, dass wir bitte Artefakte farmen gehen? Ist der Account so schlecht, ja? Ja, machen wir. Wir können ja nach der Hunderunde in Genshin. Was hältst du denn davon heute Abend noch? Du musst halt nur gucken, für welche Chars du welche Artefakte brauchst. Na, dann farmen wir die dann ab. Ich weiß ja nicht, welche Charakteren du spielst. Boing. Upsi. Ein Schilling. Melly möchte wetten um ein Schilling. Wir tun so die Finger weh und ja, gerne. Entschuldigung. Also Gunnar, du musst es nicht machen, ne? Wie gesagt, alles freiwillig. Aber bei deinem Glück wette ich, dass ich bestimmt Ito auf meinem Account bekomme. Ich schwöre, mein kleiner Sandsack. Ey, ohne Witz, ich freue mich schon so sehr, wenn ich Genshin streamen kann, ne? Ohne Witz. Oh, eine gekonnte Kurve? Wieso gibt denn das Pferd jetzt so Hacken? Was hat das Pferd jetzt eigentlich? Geschafft, ohne hängen bleiben. Melly, Countdown läuft. Wo finden wir den Strahl in Jorvik? Wo hast du ihn entdeckt? Ich sehe da hinten ein. Ich weiß auch nicht, ob der das ist. Oh Gott, wenn ihr Sound habt, ne? So, Gunnar, du hast doch Ton, richtig? Ich hoffe zumindest, weil... Euch mal... Ich feier den. Ohne Witz, der ist so gut. Ja, klar, ich höre die Pinguine kreischen. Oh. Aber wir sind doch so lieb zu den Pingu-Klatschern. Die heißen doch nicht ohne Grund Pingu-Klatscher. Ey, Blume. Komm hier. Gib mir. Ich habe eine Jute gefunden. Wollen du Blume kaufen? Ein Geld, dachte ich. Hm.
haben wir denn? Den Wuppala. Wo kommt dieser Stein her? Gib mir kurz Zeit. Melli, ich weiß, wo der ist. Der ist auf dem Observatorium in New Hill Quest obendrauf. Bitte lassen Sie sich gerade abholen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht ausgelockt. Nein, abzuholen. Okay. Gottes Willen, das wäre Flop Nummer 2 geworden, ne? Ja, das ist Observatorium. Der Strahl war heute schon dreimal da. Wow. Dann gucken wir mal, ob wir da hinkommen, wa? Wupp, wupp. I walking. I walking. Ich finde den Sumpf mega schick. Haben wir die Frage? Ich weiß den Weg nicht. Ich renne jetzt hier einfach mal lang. Boah. Nee, du bist ein blauer Stern. Das wollen wir nicht. Ist schon oben. Ich bin noch auf dem Weg. I'm walking. I'm walking. Ich folge unauffällig. Pass auf, Bette. Ich habe dieses Item da schon. Hallöchen, Holmkessel. Na, willkommen. Wie geht's dir? Oh, Glück gehabt. Ich hab den noch nicht. Wupp, wupp. Oh mein Gott, ich muss mal was ausprobieren. Melli, ich seh dich nicht. Du bist bestimmt weggerannt. Wie hübsch ist das denn? Gibt es drei verschiedene Items oder wie ist es mit dem Ding? Nee, das ist diese Wintermarken, die wir kriegen. Die kriegst du dann halt bei dem Strahl. Aber die Orte und was hier quasi ist, ist halt immer anders. Jetzt zum Beispiel haben wir hier einmal so ein Laternendings ums da, wie du gerade siehst. So. Ist mega hübsch, ja. Dankeschön fürs Folgen. Dankeschön. Melly schreibt nein. Und Windcast, oh mein Gott, krank, aber es wird langsam. Na, no, gute Besserung. Aber das ist schon mal gut, dass es besser wird. Ey, das ist voll hübsch. Sieh, was richtig toll ist. Warte. Warte. Dokuna, guck mal im Stream. Alles weiß. Alles voll mit Schnee bedeckt. Ah, oh, ich lieb's ja, ne?
Die Jahreszeit ist zwar kalt und eisig, aber sie ist wunderschön. Warum, Melly, was los? Suchen wir uns mal. Bist du nochmal im Winterdorf zurück? Da sind nämlich auch zwei neue Strahler. Gucken, was der richtige Weg ist. Ich weiß es nicht. Ja, sieht richtig aus, glaube ich. Die haben mich vom Heimi abgesetzt. Geil. Wieso? Was hast denn du getan? Hast du Abholservice geklickt oder was? Wenn ja, ist es normal, ne? Das weißt du. Aber lass mal, ich habe das gehabt, dass ich aus dem Minderdorf geschmissen worden bin und da stand ich auf einmal neben. Oh, wie heißt der? Ja, da stand ich auf jeden Fall im Moorland. Da dachte ich mir nur so, okay. Wisst ihr eigentlich, dass ich hier gar keinen Orientierungssinn gerade habe? Mal gar nicht. Ich sag mal, man braucht nur ein bisschen Schnee rüberlegen und SSO sieht gleich wieder ganz anders aus. Okay, hier haben wir ihn noch. Hallöchen Schlitten, einmal bitte ins Winterdorf. Und was konnte man kaufen mit den Münzen? Bestimmte Klamotten oder. Wie war das nochmal? Ja, das habe ich dir von alles gezeigt. Du hast geschlafen? na, ich zeig dir das aber, ne? Ich zeig dir das nochmal, Sekunde. Ah, alles gut. Erstmal Hallöchen. Eileen. Und das ist nicht mein Account. Mein Hauptaccount ist aber Level 23. Frische Level 23. Also Gunnar, ich zeig dir mal was. Komm mal mit. Warte. Boah. Warte mal, ich mach mal kurz den Strahl, dann zeige ich dir das. Hallo. Oh, Namen vergessen. Hey du Jungspund, winterliche Grüße. Ich möchte Thomas Morland dieses Jahr etwas schenken, um das Kriegsbeil zwischen uns zu begraben. Weißt du etwas, worüber er sich freuen würde? Ich bin Level 10 geworden in SSO, spiele aber auch erst seit jemandem. Oh, genieß das auf jeden Fall. Du hast die ganzen Quests und so weiter noch offen und du hast noch so, so viel vor dir. Und das Level ist auch gar nicht wirklich abhängig oder so, finde ich nicht. Lass dir Zeit damit. Ne? Ich spiele ja schon seit ewigen Jahren und das ist normal, dass ich halt schon etwas höher bin. Von daher, ein Langzeitspieler. Okay, weiter geht's. Er möchte einen Kriegsbeil begraben mit Thomas. Einer der beiden lebenden Kürbisse würde etwas Schwung nach Morland bringen. Schenk ihn einen Tanzunterricht. Schenk ihn etwas für die Pferde. Ich würde den Tanzunterricht nehmen an seiner Stelle. Tanzen kann er ja. Sowas gefällt den jungen Leuten von heute also. Danke für den Tipp. Ob es ihnen auch gefällt? Keine Ahnung. Herr Holbrook, wie geht es Ihnen diesen Winter? Nicht so formell, Thomas. Wir sind doch eine Familie. Ich habe hier ein Wintergeschenk für dich. Tanzstunde für drei, sodass wir mit Justin als Familie hingehen können. Das ist wirklich nett. Danke. Okay. Oh. Guck mal, aber er hat noch Rhythmus. Ich glaube, da vorne steht Melly, wenn ich das richtig sehe.
Also tanzen kann er ja. Okay, einen Strahl hatten wir, glaube ich, noch, oder? Das Klammerli. Gefunden. Oder sie, er, mich. Sukuna, Mäuschenmama, Piep. Bist du noch da? Nicht, dass du jetzt wieder eingeschlafen bist. Dann zeige ich den Leuten hier schon den Laden 3, 4, 5 Mal. Piep. Okay. Für die Wintermarken bekommst du. Einmal diesen Ziegenbock noch, das Eichhörnchen, das hast du schon. Und dieses Set, da kannst du dir aber quasi aussuchen, was du haben möchtest. Das ist dir überlassen. Na, scroll jetzt mal langsam durch. Ich habe einen Laden vergessen. Oh mein Gott, ich habe einen Laden vergessen. Dann scrollen wir weiter. Das sind die Sets vom letzten Jahr und so weiter. Also die sind halt die etwas älteren Sets. Aber wie gesagt, ich möchte zum Beispiel dieses Jahr, dieses mit den Schneeflocken-Set. Das ist ja von früher noch gewesen, das ist halt wieder drin. Und ja. Das ist das, was ich haben möchte. Aber das kann ich gleich sagen, es hat keinerlei vollen Werte. Aber ich möchte es aus Nostalgie halt haben. Ich finde das furchtbar schick. Das Eichhörnchen, wie gesagt, das habe ich dir schon geholt. Möchtest du den Ziegenbock auch haben? Den Julbock? Wenn ja, kann ich ihn dir gleich kaufen. Ich habe diese Dinger zusammen. Du hast 28 Stück schon. Ja. Du möchtest ihn haben, ja? Okay. Willkommen, Herr kleine Ziege. Gekauft. So, guck mal, was ich noch fragen wollte. Warte. Hier gibt es was in der Art noch wie kleine Pets. Diesen Zwerg, den hattest du ja schon, deswegen wird er dir ja nicht angezeigt. Möchtest du von den Geschenken auch noch was haben für deinen Rucksack? Die sind. In weiß-rot, blau-grün und rot-lila. Ne, danke. Ich muss hier stehen, ich habe alle gekauft. Alles, was petartig ist, musste einziehen. Ich habe in diesem Winterdorf eine richtig, richtig, richtig hübsche Hose gefunden. So, Gunnar, ich muss dir was zeigen. Okay, Leute, euch habe ich das schon gezeigt. Ich zeig's ihr nochmal, jetzt ist sie nämlich da. Guck mal. Siehst du das, was ich sehe? Guck mal, da hat eine dicke Nase. Ich möchte diesen kleinen Schnüffli. Er ist so cute. Ich will ihn haben, steck hinein. Ich will ihn auch haben. Ey, ich schwör's, ne? Wenn der noch reinkommt, ich kauf ihn mir. Ohne Witz. Ich hoffe ja ganz ehrlich, dass wir den bekommen, aber ich weiß es nicht. Hast du hier eigentlich noch ein Haustier? Ah, oh, du hast noch ein paar Haustiere hier drin. Eine Schneeeule, einen goldschwarzen Pinguin, einen goldbraunen Fuchs, schwarzen Fuchs. Sukuna, hast du letztes Jahr nicht SSO gespielt zu Weihnachten? Den schwarzen Fuchs gab es letztes Jahr in den Geschenken drin. Krasse Sache.
Ich hab nicht gespielt, gar nicht mehr. Ah, okay. Ist ja nicht schlimm. Wo hab ich das Pferd gelassen? Da. Da hinten ist der Strahl. Melli, ich geh mal kurz den Strahl gucken. Wo steckt sie überhaupt? Da steht sie. Ich muss dringend aufräumen in meinem Schrank. I need money. Also ich habe bei mir sehr viel weggeschmissen. Ich habe zum Beispiel... Warum ich nicht dafür, aber ich habe meine Dressursachen weggeschmissen. Um ehrlich zu sein, ist das so. Außer die Starcoins gekostet haben, die natürlich nicht. Aber alles andere so habe ich weggehauen. Deswegen... Wisst ihr, was toll ist? Ihr hört doch Sound, ne? Lauscht mal. Ich liebe dieses Geräusch von dem Eis, wenn es knackt. Das ist toll. Hallöchen, Lilly. Na, wie bin ich in dir? Willkommen zurück. So, dann gucken wir mal. Was hat sie diesmal? Melli, verrate nichts. Wir lassen uns überraschen. Hat sie diesmal diese Eispferde? Hat sie die Rehe? Ui. Ich habe kleine Kaltis. Hallöchen, klein Melli. Das habe ich voll gesehen. Zu Fuß unterwegs, zu Fuß unterwegs, zu Fuß unterwegs. Ich schaff das, ich schaff das. Ich hoffe nicht. Ich war selbst nicht da. Warum nicht? Huh? Okay. Touching. Oh. Und wir haben einen neuen Wintergruß. Melli. Wir sehen alles. Aber doch kein Pferd dahinter. Da haben wir zu viel gesehen. Wo habe ich mein Pferd gelassen? Wo habe ich mein Pferd gelassen? Da. Such das Schweinchen. Der kleine Coffee hat Level 3. Melli, hast du Lust, noch ein paar Rennen zu machen? Ich würde ganz gerne mal ein Rennen laufen in Jorvik. Das Level lohnt sich ja gerade. Fände ich super. Ich liebe die Geräusche, ne? Ich komme auch jetzt an. Alles klärchen. Ein Server, das weißt du ja, ne? Goji, wie findest du, dass es wieder Schnee gibt? Ich liebe es. Ohne Witz. Ich finde, also meiner Meinung nach, ein riesen Lob an SSO. SSO hat sich dieses Jahr
mega übertroffen. Richtig toll übertroffen. Da gucke ich jeden anderen Bug, den wir vorher hatten, komplett drüber weg. Ich liebe es einfach. Es ist echt super geworden. Bin ja sowieso Fan von Schnee und so weiter. Und wo ich das gesehen habe, dass SSO so super geworden ist. Oh, ich liebe es. Wenn ich die Leute mit T-Shirts sehe, wird mir kalt. Und wie findest du das, Lilly? Melli. Ich möchte mal ins Dinotal. Ich war bis jetzt noch nie im Dinotal, seitdem wir Schnee haben. Ich finde es sehr, sehr toll. Oh, ja. Wisst ihr, was ich hoffe? Das im Dinotal soll ja auch quasi neu Schnee geben. Ich hoffe ja ganz ehrlich, dass sie diese Buttonfunktion mit dem Schnee behalten oder dass sie den Schnee liegen lassen. Zumindest im Dinotal. Wenn die Jahreszeit halt wieder kommt, so wie Frühling oder so. Einmal nach Nick, bitte. Am meisten, dass es der Schnee so also weggeht. Oh ja. Wir hinterlassen Fußabdrücke. Ach nee, nicht Molland. Nix Dongo und Lagerplatz. Oh cool. Goji, ich muss wacker mit Hund raus. Gleich ist er da. Alles Klärchen, verlauf dich nicht. Wir gucken uns die Notal. Ich bin on. Wir sind im Dinotal unterwegs. Lilly, nicht wundern. Ich bin nicht auf meine Accounts. Ich bin für eine Freundin drauf. Kann das sein, dass das Schnee ein bisschen anders aussieht? Ich muss noch schnell Pferd wechseln und so. Alles klärchen. Ich bin aber nur noch ein paar Minuten online. Weil ich habe nämlich nachher auch eine Runde. Der Melli, der Schnee ist anders, oder? Kann das sein? Es ist hübsch. Davon mal abgesehen, aber es... Oder habe ich meine Grafik runtergesetzt? Nee. Glaube nicht. Doch, natürlich. Das ist die alte Grafik mit der neuen Grafik einfach zusammengeklatscht. Komm mal mir. Okay, ich folge dir unauffällig. Wieso ist das da hinten grün? Oh. Seitdem auch das Update da ist, läuft SSO bei mir so flüssig. Das haben aber viele gesagt, weil die weiße Textur quasi ja nicht so viel Ressourcen mampft, sage ich jetzt mal vom PC, als die ganze Farbe und so weiter. Was ist das? Warte mal, ist das nicht von diesem Schachmuster, was wir hatten? Na klar, wenn du zum Dinotal kommen möchtest. Dankeschön fürs Folgen. Danke, danke. Und willkommen. Ist schon seit einem Monat. Kannst du mal sehen, klein Melli, wann ich das letzte Mal im Dinotal war? Krass. Ja, aber was haben sie denn? Aber die Textur ist doch schon drauf, das Weiße. Ja gut, wer weiß, was SSO macht. Ich weiß es nicht.
sieht schon ein bisschen ungewohnt aus, ne? Das ist wirklich noch die alte Grafik mit der neuen zusammen und der ganz alten Grafik? Wow. Wir haben in Dino Teil 3 unterschiedliche Grafikstile. Wie krass ist das denn? Ich finde das so einen krass, du siehst vor allen Dingen am Skelett jetzt, wie SSO damals gearbeitet hat. Na, dann siehst du jetzt da hinten diese ganzen neuen Bäume und an den Bäumen und Stein und wow. Ich finde das krass, ganz ehrlich, also. Ach siehst du, Lilly wollte ja auch noch kommen. Meine Güte, können wir nicht wegreiten. Dann lassen wir keine große Brücke. Nur mal kurz gucken und... Hi! Melly, das habe ich voll gesehen. Hier ist ein Stein. Ich wollte gerade springen, ne? Oh, voll vergessen. Müssen wir mal gucken. Schon ein bisschen eigenartig aus, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Kann ich nicht sagen. Ich find's cool, dass ich's gemacht habe. Aber ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Ich finde keine Worte zum Dino-Tal. Ich hab gedacht, Dino-Tal ist so richtig, weiß. Wo seid ihr? Lagerplatz bei Nix Downground. Wo steckst du? Warte. Aber mal kurz was trinken. Gefunden. Lilly. Dieser Typ wollte dein Pferd gerade nichts Gutes. Ja, entschuldige, ich habe mir jetzt angewöhnt, immer wenn ich was trinke oder so weiter, dann mute ich mich halt ganz kurz. Also nicht, dass ihr euch wundert. Ja. Arme Lilly, Okay, Dino-Tal haben wir uns angeguckt. Wollt ihr hier unten auch das Rennen machen? Lillys Outfit ist auch voll hübsch. Sehr hübsch, ihr beiden. Ich schleich nicht mal weg, weißt du? Ich hab das Rennen nicht. Oh, warte. Finde ich gut. Warte, dann machen wir ein anderes Rennen. Wir brauchen ein Rennen. Was haltet ihr von Dundul? In Dundul war ich auch noch nicht gut seit dem Schneedi.
Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Wie sieht Dundul aus? Oh, krass. Okay, Dundul. Bin gleich da. Kein Stress, alles gut. Oha. Ey, Melli, warst du schon der Dundul? Krass. Also, ja, die letzten Tage leveln. Da ist er gefunden. Wow. Sorry, ich kann mich nicht satt sehen. Es tut mir leid. Ich liebe Schnee und... Oh mein Gott, ist das hübsch. Ach Gott, wie süß. Eingefroren. Also Melli, ich versuch's damit. Und du? Wow. Ich glaube, Melli hat versucht, da hochzukommen. Das war ein Satz mit X, das war aber nix. Boah, ist das schön hier. Oh mein Gott, hier kann man richtig geile Videos machen. Oh. Melli, Entschuldigung, aber ich glaube, ich bin die nächsten Tage belegt. Oh, wie cool ist das denn? Oh, wartet mal, wollen wir was testen? Kannst du gar ein Herzchen draus machen? Wie cool ist das denn? Dankeschön für die Likes. Danke. Und oh mein Gott, tut mir leid, dass ich gerade nicht im Chat geguckt habe. Oh, ich bin so... Wow. Sieht aus wie bei den drei Haselnüssen von für Aschenbrödel. Ja. Oh mein Gott, und es ist so ein Riesenlob, ganz ehrlich. Krass, wow. Ich bin gerade... Ey, ohne Witz, ich bin gerade hin und weg. Babychen, Sukuna. Babytier. Sukuna, guck mal. Guck dir mal Dundul an. Ich komme aus dem Staunen gerade nicht raus, Ey, ohne Witz, ich blinzel kaum weiß und ich habe schon Pipi in den Augen. Und ich vergesse zu blinzeln. Alles ist voll hübsch. Oh mein Gott. Melli, ist der See unten auch eingefroren? Bestimmt, oder? Oh mein Gott. Warte, liegen jetzt die Wölfchen eigentlich im Schnee? Oh shit, ich kenne ihn gar nicht. Warte, ich sehe Wasser, glaube. Wie cool ist
das denn bitte? Krass, ist das hübsch. Ey, ist euch aber mal was aufgefallen? Oh mein Gott, ich wollte gerade sagen, ist euch mal was aufgefallen, aber ich habe einen gefunden. Mal, da ist ein Frosch. Ich glaube, der braucht eine kleine Mütze und einen Schal. Ich glaube, der friert. Bist du süß. Warte mal, wir haben überall auf Jorvik Schnee, richtig? Das heißt, wir haben ja dann auch Menheim, Redwood Points. Komplett Schnee. Krasse Sache. Ich muss die Tage auf Erkundungstour. Oha. Ey, ganz ehrlich, ich finde Dundul schon mega. Mellies AFK. Ich wollte sagen, Melli, folge unseren Fußspuren. Wow. Wie hübsch SSO jetzt auch ist. Ey, ohne Witz, ne? Ich liebte Dundul von der Optik her schon immer. So, ne? Weil es echt gut gepasst hat. Aber mit dem Schnee finde ich es noch besser. Ist euch mal aufgefallen, dass SSO sogar daran gedacht hat, die Schmetterlinge wegzunehmen? Keiner gesehen. Oh. Ich soll mich die Würfel im Augenblick wohl nicht nähern. Upsi. Aber die Wölfchen, die liegen alle im Schnee. Ich sag, das nächste Mal verstecken, ne? Ich glaube, das spielen wir wirklich hier im Dundul. Und dann machen wir das mit weißen Outfits. Ich glaube, das kann lustig werden. Weil der Schnee ist hier hoch. Und für uns als kleinen Zwerge. Na Lilly, ich hoffe, du langweilst dich nicht, aber ich habe Dundul echt noch nie gesehen. Also nicht im Schnee. Ich bin das erste Mal Dundul mit Schnee. Wow. Wie soll man denn bitte da leveln? Ich kann hier gar nicht weggucken. Voll hübsch,
Lily, kommst du schon nach Menheim oder nach Redwood Point? Ich finde es nicht langweilig, es ist einfach nur bezaubert. Ja! Oh mein Gott, weißt du, wie viele Blitzgedanken ich gerade habe? Oh, ich habe so viele Videoideen, ne? Ja, ich komme dorthin. Oh, das ist cool. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir zum Stall nach Dunlund und dann fahren wir einfach mal nach Redwood Points, würde ich sagen. Oh, die Geräusche sind auch super. Ich sag Sukuna, ich besorg dir für das Schweinchen echt noch eine Mütze und ein Dings. Einen kleinen Schal und kleine Fäustlinge. Das kleine Ding friert doch in der Tasche. Oh Gott, ich hab nur noch ein paar Minuten. Aber einmal kurz gucken möchte ich. Und dann muss ich aber leider auch den Stream schon beenden. Weil dann geht's Hunde raus. Ah, bei uns hat es heute das allererste Mal leicht geflockt. Es hat zwar nicht richtig geschneit, also so leichte Blöckchen. Aber wir hatten halt noch keinen Schnee. Und ich guck ganz ehrlich, dass ich vielleicht zu Weihnachten Schnee bekomme. Redwood Points. Wow. Bei uns hatte es zum dritten Mal richtig doll geschneit. Wow. Oh, zu beneiden. Also ich warte auf nichts anderes als wie auf Schnee, ne? Aber bis Weihnachten haben wir noch ein bisschen. Wow. Also ich muss gestehen, die Bäume sind voll schön, so ausgeblichen sind. Ist der See da unten auch eingefroren? So Gunnar, ich komme leider nicht zum Leveln. Oh, das war gerade ein leichter Leck, aber ist nicht so schlimm. Alles gut. Sehr fein. Wow. Lilly, ich glaube, das Wasser war zu tief für dich. Ja. Wir haben nicht Schwimmerpferde und wir brauchen entweder kleine Schwimmflügelchen. Oh mein Gott. Ich sag nie wieder was, das Wasser ist so tief. Da wollte man ein bisschen im Wasser spielen oder sowas. Oh, die armen Pferde, die müssen ja nicht die Hufe abfrieren. Guck mal, wie hübsch das ist. Wow. Einfach nur wow. Oha, kick mal. Ach Gott, die haben Froschis vergessen. Ob die frieren? Das ist voll hübsch.
mal schön die Lilly umkreisen. Weil wir das ja können. Aber wir haben es 20.46 Uhr. No. Ich muss den Stream beenden, weil es ist Hunderunde. Ich muss mich halt nur fertig machen. Lilly, hast du noch Lust, schnell ein Foto zu machen? Machen wir nochmal schnell. Sukuna! Du solltest dein Pferd erziehen. Guck mal am Stream bitte, was dein Pferd hier macht. Das kann ich auch nicht wahrnehmen. Das ist trotzdem frech. Oha! Ja. Super erwischt, würde ich sagen, ne? Alle, die es mit deinem Gesicht passt, richtig gut mit der Hirschmaske. Ja, das findest du lustig, ne? Mit deinem Pferd, ich glaub, ne? Muss dein Pferd mal ein bisschen erziehen, ne? Freches Team. Alles gleiche. Aber ich mache jetzt Feierabend. Ich danke euch allen für die Likes, für die Geschenke, dass vor allen Dingen, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, das Stream war nicht so langweilig heute, weil heute war es mal ein bisschen ruhiger wie sonst. Ja, aber solche Tage müssen halt auch mal sein, ne? Und ja, dann würde ich sagen, dann hören wir uns die Tage, weil vor Weihnachten wird nochmal ein Stream angesetzt. Deine Lives sind immer cool. Dankeschön. Und ich habe euch echt voll gern dabei. No. Alles klärchen, ne? Dann Babychen und dann alle, die krank sind, gute Besserung, dass ihr ganz, ganz schnell wieder auf die Beinchen kommt, ne? Und bis denn dann. Tschüssi.